Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus: Zündet man etwa ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber? Oder stellt es unter das Bett? Stellt man es nicht auf den Leuchter? Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird, und nichts Geheimes, das nicht an den Tag kommt. Wenn einer Ohren hat zum Hören, so höre er. Weiter sagte er: Achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Meine Lieben, der Herr möchte, dass wir wirklich mit kindlichem Herzen seinen Willen tun, ihm gehorchen und ihm anhängen, in einer heiligen Einfalt, ohne Berechnung, ohne irgendeine Spekulation, ohne Nebenabsichten. Dass wirklich das Licht Gottes durch uns in einer ganz reinen Weise durchscheint. Wisst ihr, ich bin sehr empfindlich, zum Beispiel, wie es oft ist vor der Heiligen Messe, bei uns nicht, aber oft ist es so, was oft so geredet wird in der Sakristei, vor der Heiligen Messe. Teilweise hört man es bis raus, weiter. Und dann, das, was dann in der Heiligen Messe sich abspielt, ist eine ganz andere Welt. Es ist die Frage, was spielt sich wirklich in den Herzen ab? Wo sind wirklich die Absichten? Ist das alles hier nur eine Show im Kasperltheater? Wenn die Heilige Messe vorbei ist, dann geht es wieder ans Eigentliche, ans Eingemachte. Das, was uns wirklich interessiert. Es ist schlimm, wenn Priester so sind, und ich hoffe, der Herr, die Gottesmutter, mein heiliger Schutzengel, bewahre mich davor, so zu sein, ohne dass ich es merke vielleicht. Aber es ist bei jedem Gläubigen so. Ist das wirklich diese heilige Liturgie? Ist das das Fundament meines Lebens? Oder ist es nur eine Sondersituation, die heute auch gehört, aber dann ist wieder ganz was anderes. Und unser reines Herz ist der Leuchter, durch den dieses Licht leuchtet. In unserer ehrlichen, einfachen Art und Weise, ungekünstelt und unverstellt, leuchtet das Licht. Unser Herz ist das der Leuchter. Und letztlich, alles, was unrein ist, wird offensichtlich. Es nimmt dem Licht das Leuchten. Und am Ende der Tage, oder vielleicht schon früher, wird es offenbar. Ich glaube,
dass der Herr nicht jede Sünde in derselben Weise vergibt, aber auch bestraft. Es ist ein Unterschied, ob man im Bemühen sündigt, nicht zu sündigen, oder ob man in einer Achtlosigkeit sündigt, oder ob man sozusagen der Wahrheit sehend ins Angesicht sündigt. Wissen auch es. Das ist, glaube ich, am schlimmsten. Denn dann ist das Herz verdorben und es, ich möchte fast sagen, man ist fast rettungslos. Weil wie soll da noch Umkehr möglich sein? Wenn man innerlich so verdorben ist, dass die Stimme der Wahrheit zu einem nicht mehr sprechen kann und alles mehr oder weniger ein angepasstes Theater ist. Achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr esst und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Wie wir bereit sind, uns hinzugeben, zur Ehre Gottes, seinem Willen, den wir erkannt haben, umso mehr werden wir Segen erlangen. Wir sollen uns nicht täuschen. Wer aber nicht hat, den wird auch noch weggenommen, was er hat. Wir sollen nicht spekulieren, sondern alles geben, was wir können. In hier und in jetzt. Wenn es nur das geduldige Ertragen von Krankheit und Leid ist, das sich selbst ertragen für all die Dinge, die jetzt vielleicht Alter sind, Alters, aufgrund des Alters nicht mehr möglich sind. Jeder Herzschlag kann in seiner Weise dem Herrn dargebracht werden, je nach der Situation. Und so wollen wir anhand der Gottesmutter und dem heiligen Don Bosco, unserer heiligen Schutzengel und aller Heiligen, die wir verehren, uns bemühen, uns immer hinzugeben.